So, weiter geht's mit Rohan. Und jetzt können wir uns ein bisschen entscheiden, worauf wir setzen. Also plus 10% Rohstoffe, plus 20% Kommandos als erstes. Oder eine weitere Spezialfähigkeit. Ich würde erstmal auf die Kommandos setzen wollen, weil wir Fähigkeitspunkte ja auch während der Mission jeweils aufbauen können, soweit ich weiß. Und bei den Kommandos überlege ich gerade, ob das auch der Fall ist durch die Gehöfte. Ich frage, was wir jetzt hier am besten machen. Erster Impuls waren die Kommandos. Gehen wir da rein. Auf ins Gebiet Rohan. Mit Eomer und seinen Reitern. Rohan liegt im Zentrum Mittelerdes. Immer schon war das Land der Pferdeherren umkämpft. Doch nun sehnen sich die Menschen Rohans nach Frieden und Freiheit. Der Krieg ist nah. Jeder fähige Mann sollte zur Verteidigung Rohans bereitstehen. So, und hier haben wir erstmalig den typischen Aufbau von Schlacht um Mittelerde mit diesen Festungen, beziehungsweise das hier ist nur ein Lager, keine Festung. Und da schauen wir jetzt, dass wir erstmal einen Schießstand, ein Gehöft bauen. Ich werde auch noch ein zweites Gehöft bauen für die Rohstoffversorgung. In den Gehöften selbst können wir aber auch Nahkämpfer ausbilden, nämlich die Bauern, die wir dann durch die anderen Fähigkeiten im Baum hier, nämlich die Heerschau, auch bewaffnen können. So, hier oben direkt noch ein Gehöft eröffnen mit den ersten möglichen Ressourcenpunkten. Ist gerade bei 150 hier unten. Man sieht, die Kommandopunkte bleiben auch auf 100. Die habe ich jetzt durch Gehöfte nicht erweitern können. Insofern ist es, glaube ich, ganz gut, nochmal plus 20 zu bekommen durch die Mission. So, mal schauen, was wir noch brauchen. Brunnen nicht unbedingt. Wir haben ja die Heilungsfähigkeit. Wäre ansonsten noch praktisch. Umliegende Truppen. Ja, bringt, glaube ich, nur in der Verteidigung viel. Da hoffe ich mal nicht drauf, dass wir uns so sehr verteidigen müssen. Stallungen würde ich noch bauen. Ein Gehöft, vielleicht ein Brunnen, um mich hin und wieder zurückzuziehen. Wir erkunden aber schon mal ein bisschen die Karte. Und treffen hier auf ein paar Bauern. Und können hier noch ein weiteres Lager eröffnen. Beziehungsweise ein Vorposten, bestehend aus drei Gebieten. Also drei Feldern, Bauplätzen. Ein Wachturm wäre natürlich gleich auch nicht verkehrt. Aber erstmal noch ein Gehöft hier hin. Müssen schauen, dass wir direkt von Anfang an die Rohstoffversorgung stark nach oben treiben. So, Heerschau schon mal rein, damit die ausgerüstet sind. Können wir einen Trupp hier lassen. Und der Rest greift gleich an. Machen wir hier schon mal zwei Wachtürme. Falls wir gleich doch angegriffen werden. Holt eure Waffen. So, dann kommen schon die ersten Urukai. Vorwärts. Die wir auch mit den Reitern gut überrennen können. Macht euch kampfbereit. Beeilen wir uns. Einer der Vorteile von den Ohirrim. Lasst die Hoffnung nicht fahren. So, einen lassen wir hier, um gleich den Vorposten noch bauen zu können. Sonst erkunden wir hier mal weiter. Die Einheiten kamen von hier, da müssen wir natürlich aufpassen. Ja, und weitere Ressourcen. Beeilen wir uns. Die kommen gelegen. Vorwärts. So, ruhig mal direkt offensiv ausbauen. Muss dann erstmal bekämpft werden, bis die da hinten durchbrechen. Wir reiten. Da brechen aber auch schon welche durch. Gehen wir also hier rum zurück. Wir haben das Lager des Feindes gefunden. Unser Vorposten wird angegriffen. So, nutzen wir auch, um die Stallungen auszubauen. Das Gehöft ist fertig. Ja. So, ich glaube, die müssen wir mal heilen. Wir reiten. Vorwärts. Ja. Ja. Oh, es gab starken Schaden, obwohl das nicht mal Speere sind. Los. Vernichtet sie.
Aber jetzt haben wir schon mal einen Stufe 2 Trupp. Dann werden auch die Truppen regeneriert. Jetzt müssen wir hier oben aber die Lücke wahrscheinlich schließen. Noch stehen sie hier. Die Bauern werden keine Chance haben. Beeilen wir uns! Verteidigt dieses Land! Die Schlacht wartet! Für Herr und Land! So, Eomer wird schon mal weiter aufgewertet, das ist gut. Wir brauchen auf jeden Fall neue Truppen, ruhig auch Bogenschützen. Hey, und schaut euch um mich, meine Freunde. Okay, das Gehöft gehen wir ruhig wieder auf. Gucken, ob wir das noch ein bisschen verzögern können durch ein paar Bauern. Sogar noch ein zweiter Trupp. Wir müssen also gleich wieder rechts rausreiten, um dort auch die Flanke zu verteidigen. Ja. An eure Bögen, Landvolk. Unser Vorposten wird angegriffen. Unsere Armee kann nicht noch mehr Truppen versorgen. Denkt mal. Wir haben ein neues Gehöft. Schließen, wir sind schon bei 100 Kommandopunkten. Holt eure Waffen. Mit denen müssen wir jetzt mal hier die Verstärkung abfangen. Ich würde eigentlich gerne vorher noch mal heilen. Bleibt wachsam! Reiter der Mark! Dies ist unsere Stunde! Sie sind hier! Wir reiten! Müssen wir jetzt aber so hier durch. Wir kriegen jetzt auch dank der Fähigkeit von Eomer immer ein bisschen Gold. Für. Beziehungsweise Rohstoffe für getötete Einheiten. Die Schlacht wartet. Wir müssen unser Land verteidigen. Hier sehen wir auch schon das gegnerische Lager. Da werden wir jetzt schon mal Position beziehen. Das muss der Feind sein. Rohan darf nicht untergehen. Das Gehöft ist fertig. Attacke! Okay, so viel hat er hier sogar gar nicht entgegenzusetzen. Auge Sauron blickt nochmal auf uns herab. Gibt einen kleinen Debuff für unsere Truppen. So, wir bauen das Lager aus und dann können die auch offensiv arbeiten. Sie haben angegriffen. Ja. Beeilen wir uns. Ha! Haltet die Augen offen. Auf, auf! So, die Urgrube müssen wir natürlich direkt wieder angreifen. Haltet sie von uns fern. Dann dürfte hier auch nichts mehr uns attackieren können. Nieder mit euch, ihr Bestien! Ich glaube nicht, dass sie noch irgendwo abseits ein weiteres Lager aufgeschlagen haben, so schnell. Ja, die Rohstoffversorgung auch nochmal zerstören. Dann können wir irgendwann gleich aufs Lager gehen. Wir tun, was in unserer Macht steht. Seid bereit, Bogenschützen. Der Feind ist hier. Okay, und da ist noch ein Trupp, der uns defensiv fordern will. Aber wir rüsten mal ganz schnell hier mit Wachtürmen auf. Dann kann das Lager sich auch selber verteidigen. Wir werden es offensiv jetzt gleich eh entscheiden. Also das ist so eine typische Mission, wie sie auch im Gefecht dann aussieht. Und damit haben wir auch hier den Sieg errungen, kriegen 20 Kommandopunkte hinzu als Bonus für diese Mission. Ein Tag der Ehre und der Tapferkeit. Und damit auch unser erster Sieg mit Rohan. Ah, da muss ich gleich nochmal gucken. Bonusziele. Habe ich gar nicht wahrgenommen, dass es die gibt. Müssen wir, glaube ich, auch aktiv nachschauen. So. Befestige die zerstörten Türme mit Bogenschützen. Ah, okay, da hätten wir Bogenschützen einquartieren können. Hätte auch nochmal einen Bonus gegeben. Aber immerhin mit Eomer sind wir aufgestiegen. Ja, nochmal die Frage. Klar, wir können verschiedene Wertungen anstreben. Einfach für die Ehre.
gerade nicht drauf geachtet, ob wir in der ersten Mission etwas Besseres als nur den Sieg hatten. Aber dann hätten wir es natürlich mit dem Bonus hier nochmal besser spielen können. So, 20 Kommandos, die wir haben. Glorien, lange Zeit ein Ort des Friedens und der Schönheit, wird nun von Saurons dunklen Horden bedroht. Und wir gehen nach Lothlorien. Die erste Mission, wo wir uns offenbar verteidigen müssen. Hier steht eine Armee von Orks. Wir gucken nochmal kurz drauf. 200 Moria-Orks und 12 Trolle, immerhin. Aber die Gemeinschaft scheint auch wieder Teil unserer Armee zu sein. Trotzdem, 12 Trolle ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Hier sehen wir die Wälder Lothloriens mit den Baumhäusern. Schnell! Lauf! Schnell, wir müssen Lothlorien erreichen! Sie sind überall! Da sind sie! Beziehungsweise sieht das hier fast so aus, als würden wir hier die Moria-Orks hier ordentlich pullen, seitdem wir aus Moria abgehauen sind. Wir müssen zusammenbleiben. Inzwischen auch Gandalf der Weiße hier, nachdem wir gegen den Balrog gekämpft haben. Sie sind uns nicht gewachsen. Eilt euch! Wir dürfen nicht zögern. Immer mal rechts, links gucken, ob hier noch was zum Einsammeln ist. Eilt euch! Scheint nicht der Fall zu sein. Wir gucken uns mal die Aufgaben an. Noch haben wir hier keine Bonusziele stehen. Geht jetzt! Schnell jetzt! Kurz gucken, das sind genau Elbenkrieger, die haben den Vorteil, sie können halt sowohl auf Fernkampf als auch auf Nahkampf eingesetzt werden. So, erste Tat auf jeden Fall wieder den Stein ausrüsten bei allen Hobbits. Wir gucken mal kurz bei Frodo rein. Ah, wir können uns unsichtbar machen. Mit dem Ring der Macht. Einheiten auch in die Flucht schlagen. Und solange wir uns nicht bewegen, sind wir unsichtbar. Alles gute Fähigkeiten zum Überleben, denn die Gesundheit ist natürlich minimal bei den Hobbits. Eigentlich möchte ich die auch aus den Kämpfen raushalten. Sollten wir trotzdem ein bisschen leveln, damit die Gesundheit ein wenig ansteigt. So, bevor wir hier rübergehen, machen wir nochmal einen kleinen Abstecher, denn ich könnte mir vorstellen, dass hier noch was für uns zu holen ist. Hey, unsere Feinde, sie sind hier. Sägewerke. Mal gucken, ob da gleich noch was kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Bonusaufgabe wird. So, ist das nur Gold oder? Ah, sieht ganz so aus. 1000 Rohstoffe extra. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und hier können wir jetzt sogar schon ausbauen. Ah, noch nicht. Aber jeden Moment. Gibt auch viel zum Einsammeln hier. Macht die Gemeinschaft naht. Hier entlang, über die Brücke. Folgt mir! Und dann müssen wir gleich schauen, dass wir noch alle Sägewerke erwischen. Wir brauchen Kasernen, um mehr Krieger auszubilden. Wir müssen zusammenbleiben. Seid bereit, Elben! Seid bereit, Elben! So, schauen wir mal. Zieht eure Schwerter! Die ziehen die Schwerter und formieren sich mit dieser Einheit. Dann haben wir nämlich Schwerter und Bögen in einer Formation. Haltet nach dem Feind Ausschau! Bleibt wachsam! So, jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir hier irgendwie das Gold einsammeln. Zur Elbenkaserne. Da, wo wir bauen können. Wir brauchen Kasernen, um mehr Krieger auszubilden. Gab's noch einen Bauslot? Nicht so aus. Seid bereit, Elben! Wir verlassen unsere Heimat! Jetzt brauchen wir neue Krieger! Wie der Wind! Macht euch bereit! Moria-Orks kommen aus dem Norden! So, da oben können wir noch hin. Elbenkrieger! 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 So, die anderen auf Schwerter. Die direkt dahinter. Wir müssen die Wälder schützen!
Schwerter nach vorne! Und auch hier lassen wir schon mal die Einheiten formieren. Da unten gibt es noch was zu holen. Wir müssen bereit sein. Sammelt eure ganze Stärke. Wir brauchen mehr Helden. Und zwei. Orks, und hier oben noch. Brücke. Sammelt eure Truppen und macht euch kampfbereit. Wir müssen uns beeilen. Wir ziehen an eurer Seite in diesem Krieg. Hört mir zu. Eilt euch. So, da oben müssen wir auf jeden Fall mal hin. Ich glaube, das machen wir mit den Helden. Wir werden angegriffen. Wir schützen unsere Heimat. Hier versuchen wir uns so zu verteidigen. Plus Legolas, der ein bisschen supportet. Kämpft, Männer des Westens! Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich sehe gerade, wir haben noch so viele Kommandopunkte offen. Das habe ich unterschätzt. Wir hätten viel schneller aufbauen sollen. Auch ein Gandalf hier vorne auf jeden Fall. Der Feind! In Deckung, Männer! Da brechen alle schon durch. Hört mir zu. Was ist denn Legolas eigentlich? Haben mittendrin. Okay, plus 20% Rüstung brauchen wir jetzt. Sie nicht durch! Zieht eure Waffen, Elben! Höhentrolle, sie kommen von Norden! Bereit machen, Bogenschützen! Vernichtet sie! Gimli, Aragorn, helft mir! Unsere Truppen werden angegriffen! Okay. Haltet ein! Komplett unterschätzt mit den Bögen. Ich werde mein Volk verteidigen, um gegen Sauron zu kämpfen. Erbarmen. Wir müssen echt alle Einheiten hier formieren. Die Würde ist schwer. Zieht eure Waffen, Elben! Der Feind ist nah! Wir müssen bereit sein. Vernichtet sie! Die Elben sind hier, um gegen Sauron zu kämpfen. Ach, wo rennt er denn hin? Na, immerhin den einen noch erwischt. Ich fürchte dich nicht. Zurück, ihr stinkenden Biester! Ich werde mein Volk verteidigen. Ich werde warten. Wenn sie nicht zu mir kommen, wir muss es eben so sein. Okay, die Trolle haben wir erwischt. Bereit! Hier entlang! Sie haben angegriffen! Haltet die Stellung! Hinfort! Sie sind keine Gegner! Sie sind keine Gegner! Wir sind hier, um Mittelerde zu schützen. Macht euch bereit! Haltet nach dem Feind Ausschau. Bleibt wachsam. Seid bereit. So, wieder neu formieren. Und wir müssen neue Ressourcen ranholen. Deswegen jetzt. Werft eure Schwerter. Argon. Der Feind ist im Nordwesten durchgebrochen. Schickt Verstärkung los. Ich werde mein Volk verteidigen. Los jetzt. Gimli und ruhig auch die Hobbits zur weiteren Verstärkung. Der nordwestlichen Brücke. Sammelt eure Truppen und macht euch kampfbereit. So, wenn ich wüsste, wo die nordwestliche Brücke ist, dann wird das helfen. Wahrscheinlich laufe ich den jetzt genau in die Arme. Bereit! Die Elben sind hier, um gegen Sauron zu kämpfen. Seid bereit, Elben! Nordwesten müsste eigentlich hier oben sein. Ja, ist auch so. Da greifen sie an. Überlasst ihn mir! Wir dürfen nicht wanken! Haltet das Gleichgewicht! Okay, die Menge an Pfeilen. Wir werden angegriffen. Macht inzwischen einiges hier mit den Höhlentrollen. Achtung. Achtung. Der Ring muss geschützt werden. So, Sägewerk angreifen. Dann gehen wir oben raus auch auf das Sägewerk. Wir dürfen nicht wanken. Vernichtet sie! Hierher! Wir werden diesen Krieg gewinnen! Wir müssen weiter! Sie haben angegriffen! Mal gucken, ob das noch was gebracht hat. Vorrücken. Wir müssen zusammenbleiben! 700 kosten die auch. Ich werde euch bis zum Ende okay. Begleiten. Das ist natürlich Sammt einiges. Eure ganze Stärke. Noch 1000 Punkte nochmal geholt. Jetzt immerhin ein Trupp Elbenkrieger. Wir müssen
müssen entschlossen kämpfen. Müssen wir das Sägewerk auch noch angreifen? Gucken, wie viele wir brauchen. Steht hier keine Anzahl, aber ich glaube, das ist das Einzige, was sonst noch da ist, oder? Ja, 3 Stück. Orks nähern sich der westlichen Brücke. Sammelt eure Truppen und macht euch kampfbereit. So, dann bin ich jetzt mal gespannt. Seid bereit eurer Seite in diesem Krieg. Hier entlang! Ob das hier mit den Himmelsrichtungen wirklich stimmt. Seid bereit! Na, Gandalf mal so in der Mitte auf. Seid bereit, Elben! Ansonsten traue ich mich noch nicht hier oben komplett fürchtet die Klinge Elendil. Das wegzuziehen. Machen wir erst, wenn ich hier was sehe. Ich glaube, dort ist der Feind. Ja, komm unten. Wir müssen den Krieg zu ihnen tragen. Ihre Bosheit muss hier enden. Er wird die Sonne nie wiedersehen. So, auch den anderen Höhlentroll. Und der Rest ist kein Problem. Wir sind hier, um Mittelerde zu schützen. Mittelerde braucht uns. So, dann können die auch wieder zurückkommen. Wir schützen unsere Heimat. Rasch. So, und 2 Truppen können wir noch genau rufen. Wahrscheinlich auch so kalkuliert. Ja, dann warten wir mal ab, was da noch kommt. Euer Hauptmann. Mittelerde braucht uns. Die Elben sind hier, um gegen Sauron zu kämpfen. Halt auch nur die verbündeten Helden in der Nähe. Feind Ausschau. Hinterlasst keine Spuren. Okay, nordwestliche Brücke. Die Trolle und Orks bereiten sich auf einen letzten Angriff vor. Hopp jetzt mal ein bisschen weiter nach hinten. Seid bereit, Elben! Wie der Wind! Die Elben sind hier, um gegen Sauron zu kämpfen. So, Legolas. Ich lass dich nicht im Stich. Ich lass dich nicht im Stich. Die Elben nach hinten. Ich will endlich kämpfen. Gimli auch ruhig ein bisschen weiter hinten. Aragorn zum Hallen, womöglich nochmal. Für dich ist in dieser Welt kein Platz. Aber die Menge an Pfeilen ist fast stärker als die Helden, die wir hier mit in den Kampf schicken können. Sie haben angegriffen! Hinfort! Hinfort! Wir müssen zusammenbleiben. Ich will endlich kämpfen. Zeit zu kämpfen. So, den Axtwurf nochmal hier auf den anderen Troll. Treibt ihn zurück! Die Helden nochmal heilen zur Sicherheit. Andere Fähigkeit ist auch wieder aufgeladen. Aber am Ende war es dann doch hier recht einfach. Möget ihr geheilt werden, denn ihr habt geholfen, unsere Heimat zu retten. Die Elben extrem stark gewesen. Siege gesamt scheint wohl die bestmögliche Wertung zu sein, würde ich jetzt mal behaupten. Weil über 20.000 Punkte ist auf jeden Fall deutlich besser als das, was wir in der letzten Mission hatten. 50 Kommandos, wenn ich es richtig gesehen habe, und eine Spezialfähigkeit. Das ist natürlich ein sehr großer Anstieg an Kommandopunkten. Die unschuldigen Bürger Rohans müssen gerettet werden. So, und weiter geht's mit der Armee Rohans. Ah, wir können sogar jetzt entscheiden, wie es weitergeht. Die Rohstoffe finde ich gar nicht so wichtig. Wir gehen auf die nächste Spezialfähigkeit. Kann uns ja dann schon schnell weiterhelfen. Auf dem fruchtbaren Grasland an der Ostgrenze Rohans gibt es unzählige kleinere und größere Gehöfte. Der so, Krieg ist auch nah. Hier reiten Jeder wir direkt wieder aus. Sollte zur Verteidigung Rohans bereitstehen. Verteidigt dieses Land!
Wenn wir unser Land nicht verteidigen, wird Saruman es sich gewaltsam nehmen. Seid bereit, Bogenschützen! Gehen wir! Bleibt bei mir! So, wir erkunden hier ein bisschen. Hey, unsere Feinde! Folgt mir! Sie sind hier! Das Gehöft ist fertig! Verteidigt dieses Land! Sie greifen an! Wir reiten! Wir reiten! Die Schlacht wartet! Ein Gehöft bauen. Hier könnte wieder ein Vorposten hin. Haltet eure Bögen bereit! Auch hier scheint schon der Gegner zu sein. Bewegung! Durchlöchert sie mit Pfeilen! Das kriegen wir jetzt aber nicht hin. Gegen so viele Einheiten. Unser Land versinkt im Schatten. Beeilen wir uns! Okay, die können wir gar nicht zu unseren Einheiten machen. Lasst uns Orks jagen. Dann gibt es jetzt hier nochmal eine Breitseite durch die Rohirrim. So, Gandalf den Weißen als Fähigkeit. Damit können wir gerade gar nicht so viel anfangen, wenn wir mit Rohan spielen. Wir sollten also schauen, dass wir auf die andere Fähigkeit hinsparen. Mit den Bauern nehmen wir gleich den anderen Posten ein. Mehr Rohstoffe. Menschen der Rittermark! Der Feind ist unter uns, Männerhans! Unser Land versinkt im Schatten. Beeilen wir uns! Rohirrim! Wir haben ein neues Gehöft. Das muss der Feind sein. Ja. Verteidigt dieses Land. So, wir ziehen schon mal weiter. Kommt, Leute. Schlagen hier den nächsten Außenposten auf. Benutzt alles als Waffe. Da kommt aber auch einiges uns entgegen, was wir jetzt erstmal abfangen müssen. Männer Rohans, brechen wir auf. Der Feind in Deckung. Aber doch vielleicht erstmal die Stallung. Wir haben ein neues Gehöft. Bleibt wachsam. Ja. So, weiter geht's. Auf nach Süden. Ja, da oben ist noch so ein kleines Lager offenbar. Ah, Höhlentrolle waren das, glaube ich. Höhlenorks. Okay, die Armbrüste, die müssen wir auf jeden Fall niederrennen. Unser Land versinkt im Schatten. Schaut euch um mich, meine Freunde. So, in den Vorposten. Landsleute, wir werden gebraucht. Der Rest erkundet. Und hier haben wir schon das gegnerische Lager. Rohan darf nicht untergehen. Beeilen wir uns. So, Eomer hätte hier natürlich die ganze Zeit am besten schon sein müssen. Für den Bonus. Rohan darf nicht untergehen. Es könnten Orks in der Nähe sein. Okay, soweit, so gut. Schaut euch um mich, meine Freunde. Ich glaube, wir haben es hier sogar schon. Bauen uns trotzdem noch mal weiter auf. Schaut euch um mich, meine Freunde. Dies ist unsere Stunde. Gucken, gibt's noch einen Bonusbau, 6 Gehöfte. Dann warten wir doch nur kurz. Ich bin ja quasi dabei. Wir haben ein neues Gehöft. Ja, perfekt. Haltet die Augen offen. Dann können wir es jetzt auch zerstören. Schön, dass die Rohirrim inzwischen auch schon auf Stufe 3 hier sind. So, nur noch der Schmelzofen. So, und auch hier
Der schnelle Erfolg. Dieser Sieg wird unvergessen bleiben. Eine weitere Spezialfähigkeit.